von Glück. Gestatten Rossi. Ja, Herr Rossi hat einen Wunsch. Eis vom Nordpol flambiert mit Punsch. Eine Schokoladenburg. Dreimal Kuchen, sechs Kaffee, 20 Stöckchen dazu Tee. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi möchte noch mehr. So ein Auto macht was her. Auch mal Sekt statt in der Milch. Mal wie ein Reicher sich benehmen. In der Spielbank Geld ausgeben. Was noch, was noch, was noch? Ja, Herr Rossi sucht das Glück. Andere können alles haben, können sich an Feinstem laben und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Sonne, Sonne, Himmel, Sonne, Wasser, Wasser, Strand und Sonne, Berge, Berge, Echo, Echo, Blumen, Blumen, 20 Blumen, ja, das wäre Herr Rossis Glück, das wäre mehr als so ein Stück, doch ihm fehlt ein Stück von Glück. Ich habe wieder vergessen, das Tor zu ölen. Und deshalb hört mich der Hund von meinem Chef und stört durch Bellen. Oh, da ist der Herr Ingenieur. Beeilen Sie sich mal ein bisschen, Fossi. Rossi, Herr Ingenieur. Mein Name ist Rossi und beginnt mit einem R. Der Herr Ingenieur ist mein Chef. Ich will damit nur sagen, wir arbeiten in derselben Firma. Nun ja, ich muss sagen, mein Chef ist ein großer Mann. Er ist morgens immer der Erste in der Firma, denn er möchte alle seine Arbeiter anrücken sehen. Er ist wie ein Vater. Und er macht sich eben Sorgen, wenn wir zu spät kommen. Und genau aus diesem Grunde beeile ich mich. Und so komme ich immer pünktlich und entspannt in der Firma an. Entspannt und glücklich. Rossi, um welche Zeit verlassen Sie morgens Ihr Heim? Zur nämlichen Zeit wie Sie, Herr Ingenieur, aber... Kein Aber! Scheren Sie sich an Ihren Arbeitsplatz. Ich habe einen verantwortungsvollen Spezialjob. Eine Arbeit, die mir große Befriedigung gibt. Kurz gesagt, ich bin sicher, jeder versteht, dass mein Tag zwischen Firma und Busstation ausgefüllt ist. Und des Abends dann eine Tasse frischer Milch und dazu ein guter Fisch. Was kann man vom Leben mehr erwarten? Ich stehe morgens auf, wenn Leute mir sagen, dass ich aufstehen muss. Ich esse, wenn Leute mir sagen, dass ich essen muss. Ich denke, wenn Leute mir sagen, dass ich denken soll. Und immer das, was sie wollen, dass ich denken soll. Ich bin ein Mensch mit gesicherter Zukunft, die bereits von anderen geplant worden ist. Aber wenn man es genau betrachtet, zähle ich doch gar nichts. Ich bin eine Null, ein Nichts. Aber das will ich nicht mehr. Hilfe! 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 Barbabalone, Barbabalu, es weint einer auf Erden und das bist du? Flieg schon los, Tag. Wir sind aufgerufen zu helfen. Bravo, Tag. Das Haus des armen Kerls steht uns offen. Jetzt gilt es nur noch, die Landegeschwindigkeit zu kontrollieren. Gestatten, Rossi. Oh ja, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Vater Sekura und das ist Pater Truck.
Für Freunde schlicht Track. Wenn's genehm ist, ich bin Doktor der Zauberkünste mit über 850 Jahren praktischer Erfahrung. Ich beherrsche alle Zaubertricks. Soforthilfe garantiert. Es bedarf nur Ihrer werten Unterschrift unter diesem Formular und wir würden uns glücklich schätzen, Sie als unseren Kunden zu begrüßen. Aber ich bin ja der Erste, der Einzige. Sie als Erdenbewohner wissen es besser als wir. Die schlechten Zeiten, die Krisen, die Zänkereien unter den Menschen. Es ist schwer, heutzutage noch jemanden zu finden, der noch an Feen glaubt und uns mit echten Tränen herbeiruft. Die Menschen sind zu sehr damit beschäftigt, Geld zu raffen. Sie leben nicht, sie beben und sie vergessen, dass sie ein Herz haben. Track leidet auch so sehr unter der Gleichgültigkeit der Menschen. Was glauben Sie, wie mir mein Zauberstab in der Hand juckt? Doch glücklicherweise sind wir einem Menschen mit Herz begegnet, Ihnen. Und so bin ich auch sicher, dass Sie uns gestatten werden, Ihnen zu helfen, nicht wahr? Oh, bitte sagen Sie nicht nein, denn dann sind wir vollkommen arbeitslos. Aber wie glauben Sie mir denn helfen zu können? Wie? Wir werden das Ihnen verraten. Geht mal im Leben alles daneben, das ist doch kein Problem. Denn für die Fälle bin ich gleich zur Stelle, ich kann an allem drehen. Ruft man mich dann vom Himmel herab, bring ich Guten das Glück und die anderen auf Trab. Wie schön, aber können Sie mir wirklich helfen? Für hungrige Kuchen, für Kinder ein Eis, für arme Leute ein Haus, für Tierliebhaber eine Hundefamilie und alles vom Bär bis zur Maus. Möchtest du gar mal der Welt hier entfliehen, so fliegst du mit mir zu den Sternen hin. Hab keine Angst vor deinen Sorgen, denn Track und ich kennen das Glück. Was du auch möchtest, wir können's dir borgen, da du ja suchst dein Glück. So, und nun erzählen Sie uns, wo fehlt's denn? Nun, um es kurz zu machen, an allem. So, an allem, an allem? An absolut allem. In diesem Falle wäre anzuwenden der Pfeifenzauber. Oh. Pfeifenzauber? Eine Zauberpfeife ist das ja wohl. Damit kann man die Welt verändern, die Zeiten, alles. Und man kann damit umherreisen. Oh, das ist also eine Pfeife, mit der man alles kann, ja? Gewissermaßen, hm. Selbstverständlich steht sie gratis zu Ihrer Verfügung. Sie werden eine Welt- und Zeitenreise antreten. Augenblick noch, bitte. Kann das nicht gefährlich werden? Verehrter Herr, in 850 Jahren, angeführt mit ehrlicher Arbeit, haben wir nicht eine einzige Reklamation gehabt. Bitte entschuldigen Sie, aber in meinem Alter verträgt man diesen Lärm nicht mehr. Zufrieden mit mir, ja? Also leben Sie wohl und vergessen Sie nicht. Auch wenn wir jetzt gehen, sind wir zur Stelle, wenn man uns braucht, sofort. Du musst nur rufen, wir kommen ja, drauf. Ja, gar nicht so übel, so eine Fee, gar nicht so übel. Leb wohl, Vater. Und nun hinfort in eine Welt ohne Chefs, ohne Stempelkarten, ohne Weckuhren und selbstverständlich ohne Hunde. Ich möchte mich so weit wie möglich aus dieser Zeit fortbewegen, am besten in die Steinzeit. Oh, Glück sei mir hold, versuche es mit mir. Oh, Hilfe, ich ergebe mich. Was? Du? Gaston? Der Hund von meinem Chef? Was hast du mit der Suche nach meinem Glück zu tun? Hau ab, verschwinde. Mach, dass du wegkommst. Löst dich auf. Ja, stimmt ja. Hatte ganz vergessen, dass deine Stimme weggezaubert ist, nicht? Na gut. Du darfst bleiben, du darfst mich begleiten durch meine Steinzeit. Was du um dich herum erkennst, das sind Steine aller Altersklassen. Wie du bemerken wirst, Steine zu deiner Rechten und ebenso Steine zu deiner Linken. Sogenannte Flusssteine. Dann auch ganz besonders harte Steine. Ganz besonders wertvolle Steine. Und ganz besonders große farbige Steine. Hier drin, hier sind wir sicher. Oh. Gestatten, Rossi. Würden Sie uns bitte freundlicherweise herunterlassen? Please, s'il vous plaît. Verdammt, welche Sprache spricht er denn? Feuer, nein!
Feuer mag ich nicht, nein, kein Feuer. Oh, was war das? Eine Wespe? Oh, oh, eine Wespe! Wach auf, Gaston, wir müssen uns verteidigen! Zuerst und vor allen Dingen brauchen wir eine Waffe. Wir wollen doch mal sehen. Vielleicht nehmen wir das hier. Stein, Holz, Nuss und, kurz gesagt, ein Gewehr, verstanden? Oh, allererste Qualitätsarbeit. Oh, danke, sehr gut. Mit diesen Waffen brauchen wir nichts weiter als einen starken Arm und gute Augen. Bravo, Gaston. Du bist ein hervorragender Schüler. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin durchaus nicht zart. Ich meine, gar will sagen, ich bin kein ausgesucht zarter Schnitzel. Ich bin sowohl alt wie zäh. Ich bin überzeugt, ich würde Ihnen Verdauungsprobleme schaffen. Du brauchst nicht traurig zu sein, Gaston. Es war allein meine Schuld. Ich war ein bisschen zerstreut. Also, Gaston, unsere Jagdbedürfnisse werden wir hintanstellen. Abgesehen davon dürfte reine Pflanzenkost wesentlich gesünder sein. Sieh doch mal, wie einfach das ist. Es heißt doch für uns nur, die Hand auszustrecken und die Früchte zu pflücken. Also werden wir heute einen Diättag einlegen, hm? Was ist denn da drüben los? Dort scheint man um Essen anzustehen. Geld? Willst du Witze machen? In der Steinzeit gibt es nicht sowas wie Geld. Da begnügt man sich mit Tauschen. Ach, hey. Ich würde mein Jackett plus Fliege opfern für ein Filetsteak. Selbst wenn es zäh wäre. Der serviert ja was Flambiertes. Aber sicher, jetzt fällt es mir ein. Wir sind just in dem Augenblick hierher versetzt worden, als man das Feuer entdeckt. Und nun experimentieren Sie damit. Ja, siehst du, Sie versuchen, sich die Wärme nutzbar zu machen. Aber das sind ja meine Streichhölzer. Das waren meine Streichhölzer. Wieso schauen die uns so an? Guten Tag. Sie dürfen sie ruhig behalten. Ja, machen wir doch einen Tausch. Ach ja, wenn man's genau nimmt, mein Freund, dann schadet so ein bisschen Hunger überhaupt nichts. Man verbessert damit die Kondition, weißt du? Ja, dann schläft man auch besser. Und man bekommt keine Albträume. Für keinen Preis der Welt würde ich diese Natur, diese Freiheit und diesen Frieden verlassen. Ach, diese herrliche Ruhe. Fantastisch! Das ist ja der Anblick der Anblicke und all dies mit meinen Streichhölzern. Ja, und... Ja, wen sehe ich denn da? Wie klein und zärtlich doch die Welt ist. Die prähistorische Welt. Hilfe! Nein, nicht das da. Nicht die Pfeife. Das ist meine. Nein, nicht pfeifen! Ah!
Na, hast du gesehen? Wir haben ihn in die Flucht geschlagen. Aber wo befinden wir uns? Das ist doch nicht unser Zuhause. Er hat nicht laut genug gepfiffen. Wie viele Jahrhunderte mögen uns noch von unserem Zuhause trennen? Oh, sieh doch, Gaston! Wir befinden uns im alten Rom. Da bin ich nur in Büchern gewesen. Lass uns einen kleinen Rundgang machen, ehe wir nach Hause gehen. Komm, Gaston. Du kannst nicht vor jeder Statue oder Büste eines Kaisers Halt machen. Hörst du, ich verstehe dich ja gut, auch wenn der Kerl wie dein Chef aussieht. Oh, der sieht ja wirklich so aus. Diese Typen sehen doch alle gleich aus. Wir sehen uns lieber Rom ohne Autos und Busse an. Es ist eben doch so eine ganz andere Stadt. Oh, das Kolosseum. Das Kolosseum in seiner ganzen Pracht. Offensichtlich läuft da gerade eine Show. Hey, du da! Ja? Werte Herren, ich habe alles. Ich habe Eintrittskarten sämtlicher Pressklassen. Greifen Sie zu. Augenblick mal. Du stellst dich hier an und ich sehe zu, ob wir an einem anderen Tor umsonst reinkommen können. Oh, du da, wer bist du? Wo kommst du her? Gestatten Rossi. Oh. Ich wollte eigentlich nur eine normale Karte und eine zum Hundetarif. Bereits alles ausverkauft, Herr. Aber ich kann Ihnen ein Netz und ein Dreizack geben, falls Sie das mögen. Den Kostümen nachzuurteilen, würde ich sagen, sind wir Statisten einer größeren Oper. Na, hoffen wir's. Ich war schon immer ein Freund des Musikdramas. Bitte, dieser Löwe, arbeitet der mit uns? Nein, der hat erst in der Show mit den Christen zu tun. Oh. Selbst die Hunde erkennen ihren Kaiser. Tja. Beginnen wir. Hallo, Gaston. Ich bin hier. Ich habe den Ausgang benutzt zum Reinkommen. Wo bleibt ihr, Feiglinge? Oh, Salve. Was gibt's Neues? Hallo, wir wollen doch hier keine Show abziehen. Wir sind doch sowieso nur Statisten, oder? Nein, Hilfe! Vernichtet den Feigling, zerquetscht ihn, schafft ihn mir aus den Augen. Tötet den komischen Kerl. Jetzt spielt er mit mir einkriegen. Ist er nicht komisch, Gaston? Zerhackt ihn, dieser Kerl muss sterben. Macht Schabefleisch aus ihm. Gaston, tu doch was, schnell. Verflixt nochmal, wären wir doch nur in der Steinzeit geblieben. Moritori. Der Salut hat ja wohl. In Principio errat er, ich fühle mich nicht gut. Oh! Jawohl, das nenne ich Freundschaft. Damit hatte ich nicht gerechnet, alter Hund. Beeil dich doch, die Pfeife! Oh, wir sind zu Hause. Wir sind in Sicherheit. Juhu! Die Pfeife! Die Zauberpfeife ist futsch. Also werden wir nie mehr in die Vergangenheit reisen können. Oh. Ach ja, es ist spät geworden, Gaston. Ach, ich bin sowieso nie gern bei Nacht gereist. Und weißt du, heute Abend gibt es einen Film im Fernsehen. Hey du, Gaston! Was habe ich dir gesagt, was du zu tun hast, wenn sein Tor quietscht? Soll ich erst die Peitsche holen? Ach ja, so hat jeder seine Aufgabe. Du musst eben bellen. Gute Nacht, mein Freund. Bis morgen. Es bleibt alles beim Alten. Denn Herr Rossi sucht das Glück. Sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Denn Herr Rossi sucht das Glück. Sucht man es, so fehlt ein Stück. Ja, es fehlt ein Stück vom Glück. Dieser lange Leiter.